Also ich selber habe keine Reiseversicherung, aber ich würde eine machen, weil es gut klingt und immer etwas passieren könnte. Ich habe eine Kreditkarte und da ist die mit drin und deswegen finde ich es auch eigentlich sinnvoll, weil mein Bruder ist schon mal krank geworden einen Tag, bevor wir in Urlaub fahren wollten und dann haben wir halt die ganze Reise erstattet bekommen. Und sonst wäre es halt nicht der Fall gewesen. Also es war auch ein ziemlich teurer Urlaub und das Geld wäre ja sonst weg gewesen. Also es geht ein bisschen darum, was für eine Reise das ist. Wenn es jetzt eine ganz grosse wäre, würde ich natürlich eine Reiseversicherung absichern. Aber wenn es eine ganz kleine ist und ich dafür einen besseren Deal habe, was ein bisschen billiger ist, dann vergesse ich das teilweise. Und wenn ich weiss, dass ich sicher frei wird und dass ich sicher dort hingehe, dann würde ich es wahrscheinlich weniger machen. Also warum hast du keine Reiseversicherung? Weil ich meine Reise selber bezahle und das dadurch halt günstiger wird. Ich finde es eigentlich eine gute Sache, aber es ist ja ein bisschen teuer. Also wenn man das Geld hat, ist es okay, finde ich super. Aber ich finde jetzt, so eher so junge Leute wie mir können sich das wahrscheinlich eher nicht leisten und gehen halt ohne Reiseversicherung.